Je nach der Tragfähigkeit der Schneedecke kann die Schneehöhle für beliebig viele Männer erweitert werden. Sehr zweckmäßig ist die Schneehöhle für 4 Mann. 2 Eingänge werden gleichzeitig gegraben. Die Männer treffen sich im Innern in einem tonnenartigen Gewölbe. Während 2 Männer sofort mit der Einrichtung der Höhle beginnen, wird von den beiden anderen der zweite Eingang wieder mit Schneeblöcken vollständig zugebaut. Unter einer durchlöcherten Konservendose wird eine Kerze entzündet. Dieser kleine Behelfsofen spendet so viel Wärme, dass der Aufenthalt in der Höhle durchaus erträglich ist. Diese beiden Männer liegen falsch. Jeder hat sich in seine Decke eingewickelt. Die gegenseitige Erwärmungsmöglichkeit ist nicht ausgenutzt. Hier wird es richtig gemacht. Eine Decke wird über beide gebreitet. Die zweite Decke wird in gleicher Weise übergedeckt. Die Männer bleiben vollständig angezogen. Die Bekleidung wird vorher gelockert und die Schuhriemen werden gelöst. Vor dem Schlafen wird die Kerze gelöscht. Die Ausstrahlung der eigenen Körperwärme genügt in dem kleinen windgeschützten Raum als Schutz vor Erfrierungen. Eine weitere Art von Schneebauten sind die Schneegruben. Ein geeignetes Biwak für 4 Mann. Eine fast mannstiefe Grube wurde in der Länge von 2 Metern und der Breite von 1,40 Meter ausgehoben. Der in Blöcken ausgestochene Schnee wurde zur Erhöhung der Ränder und damit gleichzeitig zur Beschleunigung der Bautätigkeit verwandt. Zur Deckung des Daches werden zuerst 4 Skier als Querstützen gelegt. Die restlichen beiden Paare werden später zum Schutz gegen Bodenkälte benutzt. Inzwischen beginnt der 4. Mann mit dem Bau eines behelfsmäßigen Postenstandes zur Nahsicherung des Biwaks. An der Schneegrube werden jetzt die Skistöcke als Längsstützen des Dachgerüstes aufgelegt. Der 4. Mann muss seine Arbeit kurz unterbrechen, denn das Auflegen von 3 zusammengeknüpften Zeltbahnen auf das Dachgerüst geht am schnellsten, wenn alle 4 Mann gleichzeitig anfassen. Auch diese Grube wird vollkommen mit Schnee beworfen. Der Primuskocher dient gleichzeitig als Heizkörper. Die Temperatur in der Grube soll nur wenig Grad über Null betragen, damit der Schnee nicht schmilzt. Die Größe der Grube erlaubt alle notwendigen Verrichtungen, wie Waffen reinigen, oder das Wechseln nasser Socken.
Die Ablösung des Postens erfolgt in Zeitabständen, die von Witterung und Außentemperatur abhängig sind. Zum Schlafen behalten die Männer zweckmäßig die gelockerte Kleidung an. Die Schneedecke ist über Nacht vereist und muss erst losgeschlagen werden. Dies ist ein Nachteil, wenn schneller Aufbruch erforderlich ist. Ferner ist bei dieser Art der Schneegrube nachteilig, dass die zum Decken der Grube verwendeten Ausrüstungsteile nicht als Kälteschutz zur Verfügung stehen. Günstiger ist der Bau einer Schneegrube, die vollkommen mit Schneeplatten gedeckt wird. Die Grube hat oben eine lichte Breite von 1,20 Meter und eine Bodenbreite von etwa 1,45 Meter. Beim Ausheben der Grube wurden 50 cm lange Platten geschnitten. Mit diesen Platten wird die Grube überdeckt. Das Anlegen der Platten kann ohne Hilfsmittel von 3 Männern durchgeführt werden. Eine einfache Baulehre vereinfacht und beschleunigt die Bauarbeit wesentlich. Die Seitenkanten der Blöcke werden vor dem Zusammensetzen abgeschrägt. So liegen die Berührungsflächen gut aneinander und die Blöcke halten auch dann, wenn sie nicht ganz gleichmäßig sind.